Die Neckarsulmer Sportunion in der Oberliga wird Ihnen präsentiert von der Fahrschule Academy SGH in Heilbronn und der Akin Wohnbau GmbH in der Gymnasiumstraße 63 in 74172 Neckarsulm. Der 27. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg und die englischen Wochen oder ja fast schon englische Monate, wie es Thorsten Damm, unser sportlicher Leiter, formulierte. Sie gingen weiter und die nächste Mittwochsreise, sie führte uns zum SV Oberachern ins Südbadische. Zwei Vereine, die sich schätzen, die sich mögen, seit Jahren in der Oberliga spielen. Und bei beiden sieht es ganz, ganz gut aus, dass sie dies auch in der nächsten Saison tun. 3 Punkte mehr auf dem Konto, nämlich 45, hat die Sportunion gegenüber den Gastgebern. Wir steigen ein in der 5. Spielminute. Die Mannschaften ohne viel Abtasten, beide fokussiert in dieser Begegnung hier mit einem Doppelpass zwischen Guedin und Nico Huber. Dann kommt Cemal Domus an den Ball, jubelt schon über das 1:0, aber ihr seht es rechts, der Linienrichter hat die Fahne gehoben, abseits, Treffer zählt nicht. 15. Spielminute wieder Oberachern. Sportunion war gut drin im Spiel, aber die Gelben etwas mehr Ballbesitz, etwas fokussierter. In dieser Begegnung haben wir wieder Cemal Domus, legt auf Nico Huber. Der setzt sich da schön durch. Spitzer Winkel, Lukas May abgewehrt und dann ist es wieder Rashid Gurda und Marc Mägerle klärt mit dem Kopf, verhindert hier die 1:0-Führung der Gastgeber. Was macht die Sportunion? 25. Spielminute, David Gotovac, Simon Doll, Niklas Peranic, dann Steven Neupert, unser Capitano, legt rüber auf Maxi Gebert und der sieht in der Mitte Philipp Seibold, guter Kopfball, da hat nicht viel gefehlt, erste gute Chance der Sportunion, die auch ganz ansehnlich kombinierte, wie wir das in den letzten 3 Spielen so schön geschätzt haben. Dann wieder die Oberachener mit Benedikt Assam. Kann man mal so machen, diagonal abgezogen vom linken Strafraumeck, da hat nicht viel gefehlt. Die 38. Spielminute, wieder die Gelben, schöner Pass auf Reis Avel, feilschneller Spieler im Übrigen, setzt sich hier durch, zieht ab, abgefälscht, dann Nico Huber und auch dieser Treffer zählt nicht, zweites Abseitstor der Oberachener. 40. Spielminute, Abstoß, Lukas Meyer, wieder eine gute Partie gemacht, unser Keeper. Dann setzt sich da schön Yannick Eitelwein durch und auch Pascal Pander, schön gemacht, auf Maxi Gebert. Was macht der? Zieht einfach mal ab und knapp drüber, hat nicht viel gefehlt, aber wahrscheinlich wäre Marc Redl im Tor der Gastgeber dran gewesen. Dann die Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Simon Doll setzt sich da durch gegen Nicola Leber und auch Pascal Pander wieder mit Durchsetzungsvermögen. Zieht dann einfach mal ab und da muss er sich schon strecken, Marc Redl. Das war es dann auch im ersten Durchgang. 0:0 Punktvorteil für den SV Oberachern. Lass es krachen mit dem eigenen Führerschein. Bei der Academy Fahrschule SGH geht der Spaß schon in der ersten Fahrstunde los. Komm zu uns, egal welche Führerscheinklasse. Bei uns kannst du alle Führerscheine machen. Als zertifizierte Fahrschule versprechen wir dir, hier machst du keine Fahrstunde zu viel. Uns gibt's mehrmals in und um Heilbronn. Das größte Fahrschulteam in der Region steht dir zur Verfügung. Check den Simulator. Ganz sicher und ganz ohne Stress. Das können nur wenige Fahrschulen bieten. Ein Haus für alle Klassen. Dreimal täglich Theorie an mehreren Standorten in und um Heilbronn. Academy Fahrschule SGH. Wir machen dich mobil. Die zweite Hälfte. Wir sind in der 51. Spielminute. Einwurf für die Sportunion. Dann erkämpft sich ja Cemal Domus, der Oberachener, den Ball. Und dann geht schnell, toller Pass auf Nico Huber. Der sieht in der Mitte Mehmet Güzel Koban. Und der zieht ab und macht das 1:0 für den SVO. Kurz nach Wiederanpfiff. Der Schock für die Sportunion.
Ja, den wollte er machen und das war vielleicht so ein bisschen der Unterschied, der feine Unterschied an diesem Abend. Die Oberaachener einfach sehr fokussiert und zielstrebig und das macht er wirklich gut, der Mehmet Güssel-Koban, 1:0 für den SV Oberaachen. Wie reagierte die Sportunion? 56. Spielminute. Marc Mägerle mit dem Pass nach vorne, dann schön abgelegt von Pascal Panda auf Yannick Eitelwein und der mit dem Fernschuss. Kein Problem für Marc Redl. Die 58. Spielminute, Oberaachern blieb mit seinen Kontern gefährlich, wenngleich sie tief standen. Hier schöner Pass auf Cemal Domus, aber der verliert so ein bisschen die Orientierung, weiß dann nicht mehr genau, wo das Tor steht und verzieht. 2 Minuten später Freistoß für die Sportunion und das ist eine Sache für Maximilian Gebert. Ball kommt nach innen und unser Kapitän Steven Neubert mit dem Kopfball, aber erneut Marc Redl auf dem Posten. 62. Spielminute, Oberaachern hier wieder mit Cemal Domus. Ball kommt nach innen und da ist er vielleicht ein bisschen überrascht, der Oberaachener Stürmer, dass er hier überhaupt noch an den Ball kam und kein Problem für Lukas May. Ja, die Sportunion drückte, machte, tat, aber so ein bisschen viel schwer Chancen zu kreieren. Wir sind schon in der 87. Spielminute. Da half sogar die Einwechslung, das Spielercomeback von Marcel Busch nicht. Hier haben wir wieder Cemal Domus, legt dann etwas zu weit raus auf Rashid Nouedan. Da zurückgelegt, aber Lukas May auf dem Posten verhindert hier das 2:0. Aber am Ende war es dann die knappe Niederlage in Oberaachen. Man muss sagen, insgesamt auch ein verdienter Sieg der Gastgeber. So fair muss man sein. Egal, wir spielen am Samstag schon wieder gegen den FC Villingen und versuchen da die nächsten Punkte einzufahren für den safen Klassenerhalt, den wir möglichst schnell realisieren wollen. Wir hoffen, wir sehen euch. Bis dann, macht's gut. Ciao.